Massive Angriffe heute in Frankreich, wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele und ihr dachtet, die Europameisterschaft war ein großes Spektakel. Nein, ich zeige euch, Frankreich stellt wirklich alles in den Schatten, was wir je gesehen haben an Großveranstaltungen in Europa und dem Sicherheitsaufgebot. Wir stehen auch kurz davor, dass hier eventuell der Bündnisfall ausgerufen wird, der europäische oder der NATO, je nachdem, wie groß die Attacken sind. Gedroht wurde auch diese Woche und die Drohung wurde schon in die Tat umgesetzt. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf und unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Es gab heute Morgen 5.15 Uhr simultan, also gleichzeitig, mehrere Angriffe, Attacken auf das französische Hochgeschwindigkeitszugnetz. Die TGVs, sie stehen in den Bahnhöfen, werden teilweise umgeleitet, die meisten fallen aus. 800.000 Menschen sind aktuell davon betroffen. Sie sind gestrandet in den Bahnhöfen in ganz Frankreich. Es gab auf drei wichtigen Hauptverkehrslinien Brandanschläge und gezielte Sabotageakte, alle in kurzer Zeitabfolge hintereinander. Das ist ein massiver Angriff, kurz bevor die Olympischen Spiele heute in Paris eröffnet werden. Alleine diese Eröffnungsfeier ist an Gigantonomie und Wahnsinn überhaupt nicht zu überbieten. Es werden heute beide Pariser Flughäfen geschlossen, nur wegen der Eröffnungsfeier. Das hat es noch nie gegeben, dass Paris, Orly und Charles de Gaulle gleichzeitig geschlossen werden für längere Zeit, damit man hier die Sicherheit gewährleisten kann. Olympia stellt wirklich alles in den Schatten, was Frankreich bisher gesehen hat. Vermutlich stellt es alles in den Schatten, was die Europäische Union oder der Kontinent Europa bisher gesehen hat. Es sind 4.355 Personen im Vorfeld schon ausgeschlossen worden von der Teilnahme an Olympia. Dafür gab es Sicherheitsüberprüfungen der Franzosen und zwar richtig deftige Sicherheitsüberprüfungen. Ausgeschlossen wurden Sportler, Trainer, Journalisten, Freiwillige und private Sicherheitsleute. Sie haben die Zahl von 1 Million administrativer Untersuchungen überschritten. Sie haben über 1 Million Menschen, die mit Olympia in Verbindung oder in Kontakt stehen, überprüft und haben 4.355 Personen von vornherein ausgeschlossen. Sie haben quasi ein Betretungsverbot für Paris. 2 Monate lang wird jetzt diese Großveranstaltung andauern, erst 4 Wochen Olympia und dann die Paralympics hinterher. Es sind alleine im Stadtgebiet Paris 35.000 Polizisten im Einsatz und 18.000 Soldaten zusätzlich und das rund um die Uhr. Also die 255.000 Polizisten, die ganz Frankreich hat, die werden hier ganz schön Stunden buckeln müssen. Nur mal zum Vergleich, die gesamten deutschen Grenzen wurden während der Europameisterschaft von 22.000 Bundespolizisten gesichert. Paris schlägt hier wirklich dem Fass, dem Boden aus sozusagen. 35.000 Polizisten plus 18.000 Soldaten täglich im Einsatz. Nur im Stadtgebiet Paris, also quasi alles innerhalb des Autobahnrings. Es gibt dazu noch ca. 30.000 weitere eingesetzte private Sicherheitsleute, auch außerhalb dieses Rings. Es wird wirklich phänomenal spannend. Sie haben alleine über 86 Polizei- und Militärboote in Stellung gebracht in der Stadt, die die ganzen Wassersportaktivitäten und auch diese gigantische Eröffnungsfeier absichern werden. Wir werden heute Abend Paris sehen mit geschlossenen Flughäfen. Nach aktuellem Stand dauert auch die Reparatur dieser beschädigten TGV-Hochgeschwindigkeitstrassen mindestens bis Sonntag. So wird es quasi einen Stillstand geben in Frankreich. Ganz Frankreich steht still. Der Flughafen Basel-Mulhouse wurde schon vor ungefähr 2 Stunden aus Gründen der Sicherheit geschlossen, geräumt und gesperrt, ohne Auskunft, was dort genau vor sich geht. Es herrscht höchste Warnstufe in Frankreich. Es sind wirklich alle alarmiert, aber die Kollegen, die dort im Einsatz sind, was man so an Videos sieht, sie sind in guter Laune. Alleine für die Eröffnungsfeier heute Abend wurden 44.000 Polizeigitter aufgestellt. Es gibt schon seit 9 Tagen einen abgeriegelten Bereich im Stadtgebiet von Paris, in dem nur Anwohner hinein dürfen und heraus. Es gibt über 70% Umsatzeinbruch für die dort ansässigen Einzelunternehmen und auch größere Ketten. Es dürfen dort nämlich nur noch Anwohner hin und die Leute, die dort arbeiten. Jetzt gab es heute Morgen diese Attacke und zwar eine klassische Sabotageattacke. Es gab allerdings auch
ein Bedrohungsvideo aus Nahost. Mittwoch, glaube ich, kam es raus. Und dort wurde am Ende ein abgetrennter Kopf einer Frau gezeigt. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Ansonsten schaut auf X oder Telegram, dort werdet ihr das sicher finden können. Dort wurde gedroht mit Attacken während den Spielen, vor den Spielen, nach den Spielen, aber auf jeden Fall auf Frankreich. Es ist nicht nur so, dass es hier dieses Sportgroßereignis ist, was diese Anschlagsgefahr quasi wachsen lässt. Es ist auch generell die Spaltung der Gesellschaft, der europäischen, der Weltgemeinschaft, der Spaltung zwischen denen, die das eine wollen und denen, die das andere wollen. Jetzt kommt allerdings noch eins zum anderen dazu. Die Regierungslosigkeit in Frankreich aktuell kommt natürlich noch obendrauf. Und wir dürfen nicht vergessen, es geht am Ende auch um nichts weniger, als ob hier am Ende eine Attacke stattfindet, die ein Ausmaß annimmt, dass wir über einen Bündnisfall sprechen müssen. Einen Bündnisfall der europäischen Staaten untereinander oder am Ende ein Bündnisfall der NATO, wenn hier Angriffe gefahren werden von gewissen staatlichen oder zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren, dann kann man am Ende eventuell nach Artikel 5 NATO-Vertrag die Beistandsklausel in Anspruch nehmen. Ihr wisst, das ist bisher nur passiert nach dem 11. September. Die USA waren bisher die einzigen, die das in Anspruch genommen haben. Allerdings die europäische Beistandsklausel, es ist ja nicht so, als würden wir den Franzosen nicht helfen. Wenn jetzt doch noch etwas sehr, sehr Großes passiert, dann ist es nicht nur damit getan, dass wir alle Krankenwagen zur Verfügung stellen, die im Grenzgebiet abkömmlich sind. Das dürften aktuell bei uns auch nicht so viele sein, denn bei uns läuft alles auf Verschleiß. Wir haben zu wenig Personal, zu wenig Material und dennoch haben wir Polizisten geschickt, den Franzosen, zur Unterstützung. Da geht es aber vor allem darum, dass man deutschsprachige Polizisten dorthin schickt für deutschsprachige Fans. Die dürfen auch in deutscher Uniform dort laufen. Auf jeden Fall werden heute Abend mindestens 2 Milliarden Menschen, manche sagen 3 Milliarden Menschen, sich diese Eröffnungsfeier anschauen. Und damit haben wir 30-40% der Weltbevölkerung, die sich das anschauen werden. Da kann man eigentlich nur sagen, so ungefähr jeder Zweite, der sich das anschauen kann, der wird es sich dann am Ende auch anschauen. Ich bin gespannt. Eine wunderschöne Eröffnungsfeier haben sie geplant mit Dutzenden von Schiffen durch Paris, mit den ganzen Sportlern in bunten Farben. Das wird wirklich spektakulär, wenn es denn nicht schief geht. Es gibt angeblich auch Plan B und Plan C. Allerdings wäre die Pleite für Frankreich riesengroß und für Macron persönlich. Ich bin wirklich gespannt. Toi, toi, toi. Ich sage nochmal, an jedem, der in Uniform unterwegs ist, kommt gut nach Hause wieder, auch nach eurem Dienst. Es wird schon schief gehen, aber wenn es am Ende wirklich schief geht, werde ich darüber auch berichten hier, selbstverständlich. Aber es gab die Woche schon Attacken auf einzelne Sportler. Darüber habe ich jetzt noch nicht berichtet, sind auch heftige Sachen dabei gewesen. Das israelische Sportlerteam wird von einer eigenen Sondereinheit der Polizei beschützt. Die haben eine Kolonne dabei um ihren Bus aus 30-40 Gendarmerie-Motorrädern und die sitzen da zu zweit auf dem Motorrad, vorne der Fahrer, hinten der Polizist, direkt mit Waffe im Anschlag. Die wissen, wie man Ereignisse, Großereignisse schützen kann. Hoffen wir, dass wirklich nichts passiert. Es ist auf jeden Fall der Schmelztiegel der Kulturen in Paris, wenn man so möchte. Durch die aktuell geopolitisch angespannte Situation, die Regierungslosigkeit und den anhaltend hohen Migrationsdruck kommt hier wirklich vieles zusammen, vieles, vieles kommt zusammen. Und wir können nur beten, dass es am Ende nicht in einer totalen Katastrophe endet. Aber schreib mir deine Meinung unter dieses Video. Schaust du dir das ganze Spektakel an wegen dem Sport oder schaust du gerade nicht wegen dem Sport, sondern wegen allem, was außen herum passiert? Wusstest du überhaupt, dass man die beiden Großflughäfen in Paris auch einfach schließen kann? Mir war das neu bis jetzt zu den Olympischen Spielen. Da macht man möglich, was vorher unmöglich war. Kennen wir von der Europameisterschaft. Man hat Grenzkontrollen möglich gemacht, die vorher undenkbar gewesen sind. Unsagbar war es nicht. Es war immer wieder die AfD, die es gefordert hat. Aber es war undenkbar. Die Bundespolizei hat uns gezeigt, dass es klappt, denn es ist ihr einziger gesetzlicher Auftrag eigentlich, die Grenzen zu schützen. Die haben dann irgendwann die Bahnhöfe mit hineingenommen, damit sie nicht so ganz arbeitslos sind nach Öffnung der Grenzen. Aber anderes Thema, abonniere den Kanal, abonniere X oder Telegram. Für die unzensierten Bilder würde ich an deiner Stelle mal einen Blick reinwerfen, lohnt sich. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.